Das war eine super kämpferische Leistung. Dass das mit Fußball nicht viel passiert, war klar. Und kämpferisch haben wir, finde ich, völlig überzeugt. Und wenn man überlegt, dass von unserem Kader von 26, 27 Spielern über die Hälfte nicht da war, verletzt, Dienst, alles Mögliche, ist das eine super Leistung. Also ich hatte eigentlich als Ziel ausgegeben, wir wollen unter 10 bleiben. Und das war schon sehr, sehr ordentlich. Ja, für uns war wichtig, in die nächste Runde einzuziehen. Wir hatten jetzt keine so einfache Voraussetzung, weil viele Spieler heute einfach nicht da waren. Wir haben mehrere verletzte Spieler. Insofern hatten wir eine Mannschaft auf dem Platz, die so jetzt in der Form noch nicht eingespielt war. Wir haben über die kompletten 90 Minuten hinweg viele Torchancen uns erarbeitet. Das ist, glaube ich, auch das größte Manko heute, dass wir aus den vielen Chancen zu wenig Tore gemacht haben. Das haben wir auch an den zurückliegenden Spielen schon immer wieder besprochen. Ansonsten, die Jungs haben alles investiert, da kann man erstmal jetzt nichts den Jungs absprechen, aber an der Torwartwertung müssen wir logischerweise daran arbeiten. Ja, ich sag mal, das ist jetzt das dritte Jahr. Im ersten Jahr hatten wir Al-Klinike, im zweiten Jahr hatten wir Viktoria und jetzt haben wir BAK in der zweiten Runde gehabt. Ich würde gerne mal eine Runde weiterkommen, ich wäre begeistert.